Im dritten Match innerhalb von nur 4 Tagen gegen die stärksten beiden Teams der Austrian Volley League trafen die Amstettner auf die Nordmänner aus dem Waldviertel. Fast alle 3 Sätze, die in der Johann-Pölz-Halle gespielt wurden, gleichen sich. Bis zum Stand von 18:18 waren die beiden niederösterreichischen Teams in Satz 1 gleich auf. Erst in der spannenden Phase konnten sich die Gäste durchsetzen. 22:25 war das Ergebnis von Satz 1. Ein gleiches Bild zeichnete sich im Satz 2 ab. Die Amstettner konnten mit dem derzeitigen Tabellenführer bis zur Mitte des Satzes gut mithalten und Paroli bieten. Waldviertel erhöhte gegen Ende des Satzes allerdings den Druck nochmals und sicherte sich Satz 2 ebenfalls mit einem 22:25. Auch Satz 3 blieb spannend bis zum Schluss. Beim Stand von 19:18 nahmen sich die Gäste eine Auszeit, drehten anschließend den Satz und mit einem Angriffspunkt ging der Satz und somit auch das Match mit 21:25 an Union Waldviertel. Mit der Leistung sind die Amstettner dennoch zufrieden. Das war unser drittes Spiel diese Woche. Ich glaube, dass die Spieler sind ein bisschen mutig und so, aber so war wirklich eine gute Mannschaft. Und, wir haben unser Bestes gemacht. Am Ende haben wir verloren um 22:22 und so. Das ist 1, 2 Punkte. Ne? Was man positiv mitnehmen muss, ist, wir haben uns jetzt in jedem Spiel gegen Waldviertel gesteigert und haben sicher heute gegen sie die beste Leistung gebracht. Und ja, bis zum Ende haben wir auch das konstant durchgezogen, aber am Ende dann aber Abstimmungsprobleme und so gehabt. Also gerade am Ende vom Satz in der Crunch-Time haben wir dann nachgelassen und dadurch verlieren wir das dann am Ende. Die langanhaltende Corona-Situation ist für die Spieler nach wie vor ein Handicap. Ja, also wir haben uns jetzt eigentlich, gerade gegen Waldviertel haben wir uns in den 3 Spielen, die wir gegen sie gehabt haben, noch nicht einmal gescheit darauf vorbereiten können. Wir haben immer noch nicht 12 fitte Spieler. Das macht es natürlich nicht leichter, aber mit dem muss man arbeiten, so ist der Sport und wir machen das Beste draus und schauen, dass es hoffentlich bald schnell besser wird. Bereits am 2. März treffen die Mostviertler auf den nächsten Gegner UVC Graz und sind gerüstet. Wenn wir die Leistung von heute und auch vom 2. Spiel gegen Eichtob aufs Feld bringen, dann sehr gerüstet. Dann muss man gewinnen, das ist ganz einfach. Wir müssen spielen, wir müssen gewinnen, wir probieren Dritte zu kommen. Das angestrebte Ziel ist also Platz 3 in der Tabelle. Das wäre ein richtiger Prestigeerfolg vor den Playoffs.